Ja, guten Abend. Wenn die deutsche Regierung über oder gar mit der Türkei sprach, dann hielt sie sich zumindest öffentlich eher zurück mit direkter Kritik. Die interne Meinung über die Rolle der Türkei, gerade im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus im Nahen Osten, die ist aber eine andere. In einem vertraulichen Papier aus dem Bundesinnenministerium, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, geht die Bundesregierung davon aus, dass die Türkei im Geheimen mit terroristischen Organisationen zusammenarbeitet und dass sie geradezu eine, Zitat, zentrale Aktionsplattform für islamistische Gruppen darstelle. Oliver Köhr. Die Armenien-Resolution im Parlament, kein guter Tag fürs deutsch-türkische Verhältnis. Erdogan lässt Oppositionelle und Journalisten verhaften, auch kein so guter Tag. Er hat das Verhältnis belastet und das Besuchsverbot bei den deutschen Soldaten in Incirlik auch. Eigentlich schon Probleme genug und was hier drin steht, trägt sicher nicht zur Entspannung der Beziehungen bei. Eine Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Da heißt es, seit 2011 hat sich die Türkei zur zentralen Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen der Region des Nahen und Mittleren Ostens entwickelt. Zur Begründung werden in dem Papier Präsident Erdogan persönlich, aber auch seiner AKP intensive Kontakte unter anderem zur radikal-islamischen Hamas vorgehalten. Die Bundesregierung wirft der Türkei also vor, eine Terrororganisation zu unterstützen. Wir brauchen eine radikale Wende in der Türkei-Politik. Es kann nicht angehen, dass man Erdogan einerseits als einen Premium-Partner behandelt, andererseits aber als Terrorpaten vor ihm warnt. Auch innerhalb der Regierung sorgt der Vorgang für Zündstoff. Das CDU-geführte Innenministerium hat die brisante Antwort verfasst, ohne im SPD-geführten Außenministerium nach der offiziellen Sprachregelung zu fragen. Weil natürlich die Vorwürfe schwerwiegend sind und möglicherweise auch die Beziehungen zur Türkei nachhaltig belasten könnten. Von daher hätte ich mir eine Zusammenarbeit gewünscht. Das Innenministerium spricht inzwischen von einem Büroversehen und ja, vom Auswärtigen Amt wären so deutliche Worte wohl nicht gekommen. Überhaupt gibt es bisher wenige Worte zu all dem, nicht von der Bundesregierung, nicht aus der Türkei oder von Erdogan. Vielleicht wartet der auch nur auf sein nächstes Treffen mit der Kanzlerin. Spätestens in 2 Wochen beim G20-Gipfel sehen sich die beiden wieder. Tja, und wir fragen Arndt Henze in Berlin, was bedeutet denn dieser einigermaßen ungewöhnliche Vorgang für das künftige deutsch-türkische Verhältnis? Naja, ganz egal, ob das nun eine peinliche Panne oder ein politisches Kalkül von Innenministerium und BND war, diese brisanten Vorwürfe an die Adresse von Präsident Erdogan, die stehen ja nun im Raum. Und da wird es sehr spannend sein, ob der Außenminister und die Kanzlerin nun zu diesen Einschätzungen auch stehen oder ob sie sich wieder davon distanzieren. Und ja, zwar nicht nur gegenüber der Türkei, sondern auch gegenüber dem Bundestag. Da drängt jetzt ja nicht nur die Opposition, sondern auch in den Regierungsfraktionen will man nach der Sommerpause sehr genau nachfragen, was denn zum Beispiel der BND nun genau über die Verbindungen der türkischen Regierung zu terroristischen und islamistischen Organisationen weiß. Und sollten dann wirklich klare Belege kommen, dann hält auch die SPD einen Kurswechsel in der Türkei-Politik für möglich. Also mit Beschwichtigungen wird man sich im Bundestag kaum zufrieden geben. Und das passt dann nun so gar nicht zu den Bemühungen von Kanzlerin und Außenminister, die Wogen gegenüber der Türkei wieder zu glätten. Und vor allem, es macht es wohl dringend nötig, dass die Bundesregierung sehr schnell wieder mit einer gemeinsamen Zunge gegenüber der Türkei spricht. Also da ist noch viel Musik drin. Ja, und die türkischen Reaktionen stehen ja auch noch aus. Vielen Dank, Arndt Henze, für diese Einschätzungen. In Deutschland wird gerade darüber diskutiert, ob man das Tragen von Ganzkörperschleiern auf der Straße künftig verbieten sollte. Solch ein sogenanntes Burka-Verbot, das gibt es in Frankreich bereits seit 2011. Nach dem islamistischen Attentat von Nizza sind an einigen Stränden entlang der Côte d'Azur und zuletzt auch auf Korsika nun Ganzkörper-Badeanzüge, sogenannte Burkinis, nicht mehr erlaubt. Zum Schutz der Bevölkerung vor dem Terror, sagen die Befürworter. Aber viele stellen sich im Nachbarland die Frage, dient das der Integration oder eher der Isolation? Alice Fröder. Viel Fleisch, viel Haut, wenig Stoff. So sieht es an der Côte d'Azur im Sommer aus, so wünschen sich das die Bürgermeister dort. Doch wer wie diese junge Frau viel Textil am Körper hat, der macht sich neuerdings strafbar. Das ist lächerlich, ich sehe nackte Personen hier und ich verstehe nicht, warum man sich nicht anziehen darf. Schwimmanzüge mit integrierter Kopfbedeckung, so nennt man die Burkinis offiziell, werden am Strand von Cannes und anderswo von konservativen Bürgermeistern verboten. Ich möchte, dass man aufhört, sich von anderen zu unterscheiden und sich in eine Art von Kleidungsapartheid begibt, außerhalb der Gemeinschaft.
Hier, das ist Frankreich. Alle sind gleich. Viel Lärm um angeblich zu viel Stoff. Das ist neu an Frankreichs Stränden und erhitzt die Gemüter. Auf Korsika brannten Autos. Junge Korsen und Muslime gingen aufeinander los, weil Frauen in Burkinis fotografiert worden waren. Jetzt sind wir dabei, die Frauen zu stigmatisieren. Man will die muslimischen Frauen vom Strand fernhalten. Streit um die Kleidung von Musliminnen gibt es schon lange. Frankreich, wo Kirche und Staat streng voneinander getrennt sind, hat vor 5 Jahren verboten, dass Menschen an öffentlichen Orten ihr Gesicht verhüllen. Dieses Gesetz schafft unnötige Spannungen. Die, die jetzt provozieren wollen, sagen, in Frankreich hasst man den Islam. Man darf sich nicht verschleiern, aber man darf im Bikini rumlaufen. Jetzt, unter dem Eindruck der Terrorattentate, nutzen vor allem populistische Politiker die Angst der Franzosen für neue Verbote mit fragwürdigem Ergebnis. Ob verdeckt, verhüllt, verschleiert oder nicht, Terrorattentate können mit Kleidungsvorschriften kaum verhindert werden. Und nun weitere Nachrichten des Tages, und die hat Linda Zerwakis für uns. Um auf den Mangel an bezahlbaren Wohnungen besser reagieren zu können, schlägt Bundesbauministerin Hendricks eine Grundgesetzänderung vor. So dürfe sich der Bund weiter am sozialen Wohnungsbau beteiligen. Durch die Föderalismusreform vor 10 Jahren sind jetzt die Länder zuständig. Zahlungen des Bundes laufen 2019 aus. Fast 3 Wochen nach dem Amoklauf in München ist der mutmaßliche Waffenlieferant gefasst. Der 31-Jährige wurde in Marburg festgenommen. Er soll dem Amokschützen bei 2 Treffen die Tatwaffe und Munition verkauft haben. Der Amokläufer hatte am 22. Juli 9 Menschen und sich selbst getötet. Vor dem Hintergrund fortdauernder Kämpfe um die syrische Stadt Aleppo hat das Rote Kreuz ein Ende des Tötens gefordert. Die Hilfsorganisationen bräuchten umgehend Zugang, um die verzweifelten Bewohner zu versorgen, sagte IKRK-Präsident Maurer. Hunderte Menschen seien getötet, unzählige verletzt worden, Zehntausende seien ohne Versorgung. Ja, viele Autos an der Steckdose, das ist derzeit ein Wunschbild. Und das, obwohl es sogar Geld geschenkt gibt, wenn man ein Elektroauto kaufen möchte, nehmen bislang nur wenige diese Prämie an und wollen statt Benzin künftig Strom tanken. Und dabei hatte die Politik so große Pläne. Bis 2020 sollten 1 Million Elektrofahrzeuge im Einsatz sein, so jedenfalls steht es im aktuellen Koalitionsvertrag. Doch im Moment sieht es in der Branche nicht nur nach einem Kurzschluss aus, es droht eher ein ganzer Stromausfall. Florian Gedin. Nicht nur die Bürger soll die Polizei in Baden-Württemberg schützen, sondern ein bisschen auch das Klima. Helfen sollen diese neuen Elektroautos, alles Zivilfahrzeuge, heute in Stuttgart übergeben. Wenn die Polizei Elektrofahrzeuge fährt, dann kann man sich darauf verlassen, dass die Technik funktioniert. Also wollen wir auch motivieren, dass Privatleute auf elektrische Autos umsteigen und klimafreundlich mobil werden. Autofahrer aber sind eine schwer zu überzeugende Masse. Nach der Verkaufsberatung entscheidet sich in Deutschland kaum einer für den Elektromotor. Weil der Preis von so einem Fahrzeug doch relativ hoch ist im Vergleich zum Verbrenner. Und da rechnet sich's unter der Summe dann nicht. Das E-Auto ist teurer und für viele schlicht zu teuer. Und das, obwohl Staat und Hersteller seit 6 Wochen den Umweltbonus, eine Prämie, zuschießen. 1,2 Milliarden Euro stehen bereit. 4.000 Euro Prämie gibt es beim Kauf eines Autos, das ausschließlich elektrisch fährt. Anfang August zählte die zuständige Behörde nicht mal 1.800 Anträge für die Prämie. Das heißt, erst 0,6% der Gesamtsumme wurde bislang angefordert. Wie ein Geschenk, das keiner so recht annehmen will. Wohl auch, weil das Elektroauto nicht sonderlich weit kommt. Die Hersteller müssen dafür Sorge tragen, dass das Technologieproblem, was wir im Moment haben, gelöst wird. Das bedeutet insbesondere, dass die Reichweite von derzeit rund 200 Kilometer steigen muss auf rund 500 Kilometer Reichweite. Das ist das größte Hemmnis. Ganz gut, dass die zivilen E-Autos der Polizei in Baden-Württemberg nicht für die Verbrecherjagd vorgesehen sind. Eine Verfolgung mit diesen Gefährten wäre nämlich nach 145 Kilometern zwangsläufig zu Ende. So, und jetzt wird's noch goldig. Fabian Hambüchen turnte heute an seinem Lieblingsgerät, dem Reck. Ja, am Ende hat er ziemlich ausgelassen gejubelt. Olympiagold für Hambüchen bei seinem letzten internationalen Wettkampf. Und damit gleich zurück nach Rio de Janeiro.